Und damit herzlich willkommen bei Ancestors, The Humankind Odyssey. Und hallo Talia und hallo alle anderen, die noch da sind. Wir haben Tag 25 im Jahr 5, wir haben einen frühen Morgen. Und wir könnten hier die Expedition beenden, das ist ja auch schon mal. Können wir wieder was erzählen hier für unsere Leute. Ja, das schien ja erfolgreich, wa? Haben wir denen irgendwas Neues erzählt, denke ich mal. Gut, wir müssten essen, trinken. Machen wir einfach mal mit dem Affen hier noch. Ich würde auch gerne noch mal probieren, denen was beizubringen und so, wisst ihr? So, hier hat er erstmal genug geschnabuliert. Nehmen wir uns noch was von hier hinten. Ah. Das ist aber blöd. Nein. Naja, egal. Hoffentlich passiert denen das nicht dasselbe. Ach, so ein Mist. Haben wir schon wieder Lebensmittelvergiftung. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Welche Pflanze hatte nochmal diese Dinger da? Das war nur das Schneckchen, ne? Oder? Nee, Schneckchen gegen Schlangenbiss. Das war das gegen diese... gegen den Magen. Wieder gut, das geht auch von alleine weg. Trinken wir mal was. Dann können wir gleich nochmal eine Analyse starten. Dann sehen wir ja das Symbol. Na, trinken hilft auch. Schau, schau, das ist ja geil. Wird ausgespült. So, haben wir weg, das Ding. Sehr schön. Cool, cool, cool. Mein Experiment mit den Ästen ist ja immer noch nicht zum Erfolg gekommen irgendwie. Vielleicht hatten wir ja bisher... noch nicht den Skill, um wirklich dann jetzt da großartig was zu machen. Okay. Ah, der Stapel dürfte jetzt schon mittlerweile richtig groß sein, obwohl wir davon ein oder zwei schon verwendet haben für den Bau, ne? So, lass mal gucken. Ich gehe die Fragezeichen jetzt einfach mal durch. Gucken wir uns die Umgebung an und was da so los ist. Das sind die ganzen Nüsschen. Da ist aber witzigerweise auch kein... doch, da ist es. Beschreibendes Symbol, alles klar. So, bauen wir mal in die Richtung. Geht doch. Einen relativ fitten Kollegen hier. Ja, wäre vielleicht nach links besser gewesen, ne? Ja, klappt doch. Wunderbar. So, wo ist das Fragezeichen hin? Hüstel, Hüstel. Da hinten, okay. Nein, nein, nein. Oh, das war knapp. So. Wenn du es nicht kannst, warum lässt es nicht einfach bleiben? Uah. So, gehen wir mal da zu Fuß ein bisschen. Wollen wir direkt nochmal was essen?
Die wollte ich auch mal ausprobieren, ob man vielleicht die Pflanze mit der Pflanze irgendwie... Ne, kann man nur essen. Okay. Aber mit der Pflanze könnte ich mir gut vorstellen, dass wir da mit unserem Mörser irgendwas machen können. Ja, aber das ist doch der Sumpf und das Krokodil hier, ne? Gut, dass wir uns jetzt gerade so ein bisschen Wärme mitgenommen haben. Pass auf, hier können wir mal unter den Stein gucken, wenn wir hier trockene Äste hätten. Steine, 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 Shelter. Granitfelsen, okay. Na, trockene Äste finden wir auch an den Bäumen. Hier haben wir auch 100 Pro ein Angelding. Also, wir essen das mal eben noch. Können wir denn hier was mitnehmen? Ja, das sieht fast so aus, als müssten wir den Granitfelsen hier beschlagen oder so. Ach so, warte mal, ich habe da noch was in der Hand, deswegen. Wechseln wir mal direkt die Hand. Keine trockenen Äste hier auf dem Boden, ne? Ein Angelplatz, ja super. Alter Falter. Dann schnuppern wir mal ein bisschen. Wir haben einen erwischt, der nicht so gut in der Orientierung ist und mit der Koordination so leichte Schwierigkeiten. Eieieiei. Nüsschen? Das Fragezeichen hat man ausgewählt. Okay, da hinten ist nämlich noch eins. Auch überall Nüsschen. Wo sind die trockenen Äste, wenn man sie mal braucht? Ne? So ungefähr. Ausdauer ist runter. Warum? Aha. Wir waren quasi nur im Pausenmodus, deswegen. Ah doch, das ist der Stumpf im Sumpf. Der Stumpf im Sumpf. Aber vielleicht haben wir durch unsere Fähigkeiten jetzt die Möglichkeit, aus einer höheren Entfernung oder so, auf das Wissen da zurückzugreifen. Wer weiß. So, wir haben ein super Fleckchen. Guck mal, die können wir jetzt eigentlich auch nochmal nehmen. Die inspizieren wir aber mal eben kurz. Ja, geil. Ja, die lassen wir mal fallen. Schnuppern wir mal eine Runde. Da hinten. Na gut, das ist die Frucht. Lauschen wir mal ein bisschen.
Vielleicht haben wir doch noch einen Abtrünnigen hier rumhängen. Da ist doch ein Vogelnest, oder? Aber keine Gerüche. Okay. Können wir immer noch nicht identifizieren. Boah. Das war knapp. Endlich ist er. Ja, cool. Wäre aber besser bei den Stamm da, ne? Na gut, okay. Hüpfen wir halt hier mit dem Ast. Guck mal, mit dem Stamm da, das wäre genial. Mit dem Baum da. Kommen wir von hier nicht dran. Aber eventuell über das Blatt. Pass auf, ich lasse den Ast mal hier. Bum, 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 bum. Ja, das könnte klappen. Dann kommen wir wenigstens an den Baum ran. Also, wenn wir Pech haben, wir werden den Ast eh verfehlen. Also, aber da unten ist irgendwas los, ne? Das ist eine Python. Also so hoch wie möglich und dann... Ja. Ich hüpfe fast immer mit hier auf meinem Stuhl. So, da diesen da, aber den wollte ich nehmen. Mist. Ich dann der Python vorbei. Bleiben wir mal hinterm Baum. Vielleicht sieht uns die Python ja nicht. Vielleicht ist das hier eine Blindschleiche. Könnte ja sein. Denn ich möchte halt im Endeffekt so viele Punkte wie möglich mitnehmen, wenn wir den Generationswechsel vollziehen. Ah ja, jetzt wird sie wieder duster. Na komm, ich hab mir doch eben sogar schon angewählt. Den habe ich direkt gegessen. Oh, das war blöd. Aber naja, okay. Dummheit wird halt hier sofort bestraft. Die Frage ist, ob wir in dem Gemütszustand überhaupt das Ding da unten identifizieren können. Wohl eher weniger, ne? Schade. Da wäre das nächste Fragezeichen, aber das liegt anscheinend auch am... außerhalb unserer Grenzen hier. Weil das ist so schade. Ja, die kennst du doch, Mensch. So, aufpassen, dass ich da nicht an der Python vorbeihusche. Das ist auch außerhalb, ey. Das ist ja so gemein. Das ist ja gemein.
Basaltgestein, da haben wir noch eine Verwendungsform nicht entdeckt. Oh, Tiger, Wildsau. Hallo, John Doe 1705. Grüß dich. Schön, dass du dabei bist. Cool, ein weiterer John. ich wage den Sprung, obwohl da drüben war die Python, ne? Ich wage den Sprung. Ob wir da, also an die Gebiete erst nach dem Generationswechsel rankommen, das ist echt eine gute Frage. Wo wäre das nächste Fragezeichen? Ja, super. Das eine da ganz hinten, das eine hier vorne. Aha. Ah ja, den Stein immer noch, ne? Was haben wir hier? Ja, hat soweit gut getan. Lassen wir mal liegen. Eventuell wirklich mal eben schnell schauen. Oh, Python da oben. Voll in Panik. Oh, die setzt sich in Bewegung. Das sollten wir dann auch tun. Ja, aber dann kommen wir ja wieder in den Bereich hier, in dem wir... Ne? Ne, das bringt's nicht. Ja, und die anderen Fragezeichen sind leider auch da. Hi, Kadaver, grüß dich. Komisch, dass ich da nicht weiterkomme. Ja gut, hier ist das Nest von der Python, ne? Nehmen wir mal mit. Und es wird eh schon wieder dunkel, also von daher. Oh oh, schlängelt da etwas hinter mir? Hinter uns her anscheinend. Nun gut. So schnell bist du nicht, Python. Meinst du, Talia, ich soll das mal mit Greisen probieren? Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Die haben natürlich wirklich ein bisschen mehr Lebenserfahrung und kacken sich nicht für alles ins Hemd und sind vielleicht auch so ein bisschen souveräner, ne? Das könnte sein. Da ist mein Stöckchen, ja. Also meinst du, Runde pennen, einen Greis auswählen und mal mit einem Greis hier unterwegs sein? Dann nehme ich aber nur ein Kind mit, glaube ich. Obwohl ich nicht weiß, wie sich das verhält dann auf die Ansammlung der neuronalen Energie. Das ist ja gar nicht mein Ästchen. Shit. Wo bin ich denn schon wieder hingelaufen? Da ist der Wasserfall. Ah, der muss ja da drüben sein. Oh oh. Hab ihn. Sehr schön.
sind wir wieder zu Hause. Ei und Stein lassen wir mal direkt einfach so, wie es ist. Wir gehen eine Runde pennen. Und am anderen Morgen, denke ich mal, versuche ich mal zwei Leuten hier was beizubringen und die Reise, die nehmen wir dann mit auf die Reise. Essen wollte ich eigentlich nicht, dann lassen wir das jetzt gleich mal fallen. Pass auf, so. Nee. So. Hinlegen. Nö, das Kind lassen wir da, wo es ist. Wir werden hier gar nichts evolutionieren, wir pennen einfach. Ah jo. Ein Hippopotamus. Ja, cool. So. Aufstellen, alle. Ei und Dings liegt noch da. Sehr schön. Das können wir dann nachher mal gucken. Ich hätte gern, dass du was lernst. Du hast sogar schon so einen Stock. Cool, aber das ist schon blöd. Weil eigentlich wollte ich dir beibringen, wie man sowas macht. Dem hatte ich das Angeln beigebracht, ne? Oder zumindest den Versuch unternommen. So. Haben wir genug Steine? Ich hoffe. Wenn nicht, müsst ihr euch halt ein paar suchen. Das ist Basalt. Nehmen wir mal so einen Granitstein. Das ist doof, liegt nah beim Ei, ne? Wieso, was habe ich denn da noch in der Hand? Was habe ich denn da schon wieder in der Hand? Pilze. Okay. Da war gerade angewählt, der Stein. So, ergreifen. Zur Nachahmung auffordern. So, und jetzt greifen wir uns so einen normalen Ast. Also so einen noch nicht bearbeiteten. Erstmal Hand wechseln. Ergreifen. Nein! Da! Gut. Und jetzt, Freunde, passt mal auf. Nehmen wir nämlich das so. Gut. Und dann machen wir das hier. Wenigstens schon mal ein bisschen was gelernt. Jetzt verändern wir den weiter. Abgelaufen, wie ich das gern gehabt hätte. Deswegen werde ich gleich dann beim nächsten Versuch, ja, ich werde noch einen Versuch unternehmen, genügend Steine bereithalten für die Leute, die hier lernen müssen. So, mal gucken, was können wir denn da noch draus machen? Können wir überhaupt noch was draus machen? Nee, hier bimmelt nichts mehr. Okay, danke. Dann folgt mir mal weiterhin. Wenn ihr dann nämlich so einen spitzen Stock habt hier, wohl, warte mal, leg mal ab. Jetzt nehmen wir den auf. Ach so, erstmal. Ach, guck mal. Ah, okay. So, hier liegt ja jetzt auf jeden Fall noch einer. Und du kommst auch mal bitte mit. Du hast ja schon so ein Stückchen. Dann gehen wir nämlich mit dem Stückchen hier mal rüber an unseren Tümpel.
Jo, und dann stochern wir da mal. Dann müssen wir den erstmal inspizieren. Sehr schön. Dann Hand wechseln. Verändern. Und da haben wir den Fisch. Können wir hier irgendwie nachöffnen? Ne, können wir nicht. So, wir beißen da mal rein, dann geben wir das mal dem anderen. Dann müssen wir den allen sagen, nicht mehr folgen. Komm, du warst so brav und bist direkt mitgekommen hier. Ist das Ding. Dieser fängt auch direkt an zu essen. Wunderbar. Dann ein Stückchen ablegen. Baby absetzen. Ach, wir haben noch ein Kind. Und Expedition beenden. Hat aber nicht viel zu erzählen, ne? Was haben wir denn hier? Greisi mit unserem Smaragd. Okay. Dann wechseln wir mal. Geil. Legen die Kokosnuss ab, obwohl wir ja eigentlich gerade den Smaragd hier noch hatten. Aber ist okay. Wir haben beide Hände frei. Nehmen wir irgendwas mit? Ja, wir nehmen mal so einen spitzen Stock mit, ne? Ah, guck mal, wir haben gar nicht mehr so viel Energie. Da müssen wir echt ein bisschen haushalten. Können wir ruhig mal was essen. Ruhig noch was trinken, obwohl dafür brauche ich beide Hände, ne? Mhm. So, den nehmen wir wieder. Da wir auf Reisen gehen, brauchen wir mal ein bisschen was von der wärmenden Pflanze. Ich wüsste gar nicht, wo die hier in der Nähe ist, außer da hinten links. Nehmen wir also da mal hin. Ich und meine Hand wechsel. So, hört der Regen ja genau zur richtigen Zeit auf. Wir können rein theoretisch schwerere Steine heben. Mhm. Pass auf, das wäre ja so ein weghebelbarer Stein. Wir legen mal beides ab. Dann schauen wir mal. Hinlegen, Sinne, Intelligenz, aufrechte Haltung. Gerade aufrecht hier. Rufen, den Clan rufen. Na gut, vielleicht ist ja auch nicht so ein schwerer Stein damit gemeint, ne? Hey, da ist ja gar nichts drin. Oder können wir den jetzt tragen? Nee, alles klar. Gut. So, Spitzenstock haben wir. Dann machen wir mal in die Richtung da hinten.
Und dann werden wir mal schauen, ob die Alten da einfach cooler sind und da nicht so eine Panik schieben. Das ist so blöd. Statt der jetzt umdreht und andersrum klettert. Ah, endlich. Ja, cool, sogar schon fast da. Ups. Ich habe kein Baby mit. Naja, Schicksal. Obwohl, das wäre ja dann so eigentlich eine Sache, ne? Na komm, okay. Ich sehe es ein, das hat keinen Sinn. Ohne Baby ist das Leben nur halb so schön, lalalala. Naja, zumindest bei denen. Entschuldigung.